Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und wir machen heute gemeinsam ein hübsches Wandbild und zwar einen Trapezkünstler in Pension. Vor kurzem ging mir ein anderes Projekt massiv in die Hose und daher blieb mir einiges an Fimo-Resten über. Und da ich Fimo-Reste nie verschwende, verschwende ich es dieses Mal als Platte für ein Wandbild. Du könntest natürlich auch eine Karton nehmen oder du machst es so umständlich wie ich und rollst es zu, naja, irgendetwas und schneidest dir Stücke ab, fügst sie zusammen, füllst die Löcher aus mit schwarzem Fimo und wirfst es dann 1 bis 3000 Mal durch die Fimo-Nudelmaschine. Oder du schneidest dir einfach einen Karton zurecht. Danke, dass du immer noch dabei bist und wir schneiden uns jetzt daraus ein Rechteck zu. Danach kommt es für 30 Minuten bei 110 Grad in den Ofen. In der Zwischenzeit kannst du dir dein Deko-Patch zuschneiden. Also dieses Servettenähnliche Papier. Passt wie Seidenpapier, nur ein bisschen dicker. Also wenn du Karton verwendet hast, kannst du diesen gleich bestreichen. Wenn du aber Fimo verwendet hast, musst du warten, bis es abgekühlt ist und dann bestreichst du es. Mit Mod Podge in diesem Fall. Das ist in etwas so etwas wie Servettenkleber. Jetzt musst du Feingefühl zeigen. Ganz, ganz vorsichtig. Ich habe es wirklich noch einmal abreißen müssen, also es war bereits oben. Und ich musste es nochmal drauflegen, weil ich einfach ungeschickt mit diesem Papier bin. Du musst es wirklich vorsichtig angehen. Ganz, ganz vorsichtig. Als ob es Seide wäre eigentlich. Ja, genau so. Vorsichtig. Am besten wäre hier ja noch so eine Teigspachtel eigentlich. Hier im Kochen. Ne? Macht man ja bei Folie eigentlich auch. Das wäre eigentlich eine Idee gewesen. Habe ich vergessen, aber das wäre ein Tipp für euch. Damit kann man es bestimmt gut verstreichen. So, bei mir natürlich habe ich nicht ordentlich zugeschnitten. Es musste natürlich wieder etwas weggeschnitten werden. Ach, Leute. Ja, und dann kam auch schon eine weitere Schicht Mod Podge. Allerdings erst nach 10 Minuten warten, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob das so funktioniert und nicht, dass alles dann abgelöst runterfällt. Also 10 Minuten warten, nochmal einstreichen, nochmal 10 Minuten warten, dann sieht das Ganze wie geleckt aus. Richtig schön. So, für den Kopf von Opa und für seinen Arm, wie auch seine Brust, benötigen wir Fimo Hautfarben. Das rolle ich aus, ab durch die Nudelmaschine und nun schneide ich es mir einfach zurecht. Das passierte freihand. Ich wusste nicht, wie ich es euch anders zeigen kann, beziehungsweise habe ich auch keine Vorlage dafür. Das heißt, ich hoffe, es reicht euch, wenn ich es euch so zeige, wie ich es zurecht schneide. Und ihr versucht einfach es nachzumachen, hätte ich gesagt. Beziehungsweise kommt man dann vielleicht selbst auf eigene Ideen und ihr kreiert ganz eigene Köpfe. Das wäre natürlich noch schöner. Oh, Mucky Man, huh? Hier kommt jetzt noch die Brust. Das sieht jetzt etwas verwirrend aus, aber ich habe das Ganze schon im Kopf. Das heißt, da kommt rundherum noch ein T-Shirt und die Brust steht dann quasi so raus. Das heißt, ich muss mir das jetzt schon zurechtschneiden, weil nachher habe ich das Hautfarben dann nicht mehr dabei. Soll ja alles aus einer Farbe gleich zurechtgeschnitten werden. Auf Fimo Hautfarben sieht man einfach immer fusselig. Schlimm. Gut, dafür gibt es Feuchttücher. Einfach ein bisschen drüber wischen und schon gibt es keinen einzigen Fussel mehr. Ja, und dann kann es eigentlich auch schon ab in den Ofen bei 110 Grad. Für 10 Minuten. Länger nicht. Es wird dann nachher nochmal gebacken. Hey, und jetzt verwende ich eine Farbe, die habe ich genau noch nie verwendet. Ich glaube, es ist Taupe. Sagt man Taupe? Keine Ahnung.
Sieht auf jeden Fall fantastisch aus. Und ich bin mir sicher, ich habe eine Fitnesshose genau in dieser Farbe. Und aus diesem Grund habe ich sie auch gewählt. Ich sollte wieder mehr Sport machen, Leute. Ich weiß nicht mal, welche Farbe meine Fitnesshose hat. Okay. Und jetzt ist es ausgerollt zu einem L. Und ich schneide mir ein Bein zurecht. Das hier ist der Oberschenkel. Und nun kommen wir zum Unterschenkel. Und jetzt gestalten wir einen Ballerinafuß. Ja, Opa hat einen Ballerinafuß. Keine Beschwerden. Das ist der Unterschenkel. Und das hier ist wieder... Ihr könnt es euch später besser vorstellen, ich sag's euch. Jetzt ist es ein bisschen schwierig. Sieht etwas, naja, komisch aus, ja. Aber vielleicht erkennt man es jetzt schon ein bisschen besser. Ja, doch, ich glaube schon, die ersten erkennen es. So, und nachdem man ja nicht nur ein Beinchen hat, dachte ich mir, als Schatten setze ich einen weiteren Unterschenkel hinzu. So. Genau, abonnieren nicht vergessen. Leute. Aber ich habe gesehen, es haben einige in der Zwischenzeit abonniert, wahrscheinlich weil ich drei Wochen kein Video hochgeladen habe und die Leute sich jetzt denken, Alter, ich brauche ein Update. So. Und jetzt kommt quasi der Schatten vom zweiten Fuß. Achtung, hier gibt es später eine Veränderung. Ich schneide diesen Fuß nämlich nochmal in der Mitte zu, weil er mir zu groß ist. Aber das seht ihr gleich. Ja, ist etwas kompliziert bei mir, ich weiß. So, und hier sieht man. In der Hälfte einfach halbiert. Ist das schlimm oder ist das schlimm? So. Und den lege ich jetzt einfach neben diesen ersten Fuß. Checkt man das? Okay, ja. So. Gut. Und hier habe ich mir die Arbeit jetzt so ein bisschen gespart und habe einfach eine Linie gezogen. Quasi Po und zweiter Schenkel, also Oberschenkel in einem. Ja, ja, sieht sie das nochmal kräftig nach, schon klar. Mhm. Ich muss sagen, jetzt im Nachhinein würde ich den Oberschenkel definitiv in das Dicker machen. Der ist ein bisschen schlank ausgefallen. Aber gut. So. Und für die Haare rolle ich mir jetzt gleich ein bisschen weiß aus. Und weiter geht's schon. Puh, das war jetzt ein Übergang, Leute. Das war schnell. Jetzt kommt Fimolida oder Lida. Also Leder. In Gelb und Braun. Übereinander gelegt. Und... so machen wir unser gestreiftes Shirt. Opi bekommt nämlich ein besonderes Baumwolle, nicht Baumwolle, Wolle-Shirt. Aber das sehe ich gleich. So. Ich lege mir jetzt die gebackenen Teile quasi wie ein, wie sagt man, eine Vorlage darüber. Und schneide es. Kopf brauchst du nicht liegen weg. Und dann schneide ich rundherum. Genau. So. Machst du das mal? Ja. Okay. Zuerst schneide ich das Hemd zu. Genau. Also zuerst einmal gerade. Oh Mann. Das dauert. So. Okay. Okay. Das war aber erst der Anfang von Biene Meier. Das hier ist jetzt unsere Brust. Checkt ihr es? Ja, ja, ja. Ich glaube, jetzt sieht man es. Und ich schneide hier noch eine Lücke für den Oberarm. Ja, ja. So. Und jetzt passt auf. Sieht man es? Oh, nicht ganz so gut. Das ist ziemlich dick noch. Mache ihn noch schlanker. Also ein Beinchen, dann muss er auch ein bisschen schlanker werden. Genau, so, und das Ganze im Schnelldurchlauf, ja, okay, jetzt sind wir schon fertig. Dann schneide ich das oben noch gerade weg, so, aber jetzt erkennt man es, oder? Ganz klar. Okay, Opas Frisur ist dran. Opi bekommt von mir eine super Elvis Locker. Okay, fast. Aber eine schöne Frisur. So.
Auch hier wieder Freihand. Sorry, Leute. Merkt ihr das, wie ich da überlege? Wie ich warte? Manchmal fehlt mir das Hirn für solche Sachen. Diese zwei Ebenen, die haben es mir gegeben, Leute. Wirklich, das war echt zum Nachdenken. So, hier habe ich vergessen, dass ich ordentlich durchschneide, oder? Ja, ja, ich lege das nochmal hin. Okay, jetzt hat sie es. Sie hat gecheckt, dass sie da oben nicht ordentlich geschnitten hat. Okay, genau. Und jetzt der Kopfteil weg und die Frisur bleibt. Woo! Geil, oder? Gibt es nicht einen Superhelden, der genauso aussieht? Naja. Ich glaube, ich habe zu viel Super-RTL geschaut früher. So. Für das Auge habe ich jetzt einfach eine schwarze Kugel halbiert und draufgeklebt mit Fimo Liquid. Ansonsten hält es nicht auf gebackenen Fimo. Und in das Auge selbst kommen jetzt ein großes Kugelchen und ein kleines Kugelchen. Ja, ein kleines Kugelchen. So. Übrigens, mein Handschuh ging ordentlich kaputt dabei. Aber die sind heutzutage Gold wert. Also bleibt drauf. Da müsst ihr jetzt durch. Was fehlt, Opa? Ein Schnauzer, richtig. Wie muss der Schnauzer aussehen? Gezwirbelt, richtig. Dieser Schnauzer hält allerdings wieder nur mit Fimo Liquid, das heißt, nur pro Spritzer Fimo Liquid. Und jetzt einfach andrücken. Opi ist eigentlich schon perfekt. Er sieht aus wie ein Schwimmer. Nee, du keine Sorge, ist immer noch ein Trapezkünstler in Pension, kein Schwimmer. Und jetzt kommt die legendäre Pullover-Optik. Na gut, okay, das war einfach ein Experiment. Ich habe Linien gezogen in beide Richtungen, das heißt nach unten und quer. Und das Ganze hat bei Fimolida diesen Effekt, dass das Ganze ein wenig, wie soll ich sagen, Pullover-ähnlich aussieht. Aber ihr seht es gleich. Wait. Es wird so legendär. Achtung. Na? Na? Sieht ein bisschen Ripped-Shirt aus, aber, was sagt ihr? Na? Ist das ein Pulli oder ist das ein Pulli? Geil, oder? Ja, genau. Ja. Okay, als Rand verwende ich diese hellrosa Bommelborte. Nennt man das so? Bommelborte? Okay. Einfach mit Sekundenkleber rundherum ankleben. Funktioniert optimal. Zum Schluss einfach mit der Schere abschneiden und fertig. Gut, ganz so fertig ist es noch nicht. Opa fehlt noch, ne? Also, ich benötige für das Ganze jetzt noch getrocknete Blumen und goldene Kette. Ja, eine etwas größere goldene Kette. Du kannst aber auch ein seilartiges Ding nehmen. Wäre natürlich auch cool. Oder was könnte man noch nehmen? Gummiringe, dickere. Okay, keine weiteren Ideen mehr. So. Und den Blumenstrauß, also die getrockneten Blumen, habe ich mit Sekundenkleber zuerst befestigt und Opi habe ich dann mit Mod Podge, also mit diesem Servettenkleber-Ding, befestigt. Hielt bombenfest, wirklich. Bei mir läuft grundsätzlich mal nie alles glatt, das heißt, Opi hatte einen zu dicken Hals. Der hatte die Schnauze einfach voll. Jetzt musste ich ihm einfach den Hals ein bisschen, naja, schleifen und abschneiden. Er war wirklich dick. Und somit hat er dann die gleiche Höhe wie der Arm und passte optimal. Ja, das Ganze passierte trotz Nudelmaschine und gleicher Größe.
Okay, und die Goldkette hält wirklich nur mit Schmuckliebe irgendwie. Ja, zumindest bei mir. Also ich habe versucht, das Ganze mit Mod Podge zu befestigen. Das hielt nicht. Sekundenkleber hielt nicht. Schmuckkleber hielt perfekt. Also, den nehmen wir, oder? Ich konnte es nicht erwarten und habe gleich mal die Bilderklappöse hinten befestigt. Okay, dieses Wort habe ich noch nie ausgesprochen, aber es klingt interessant. Ich habe sie einfach mit Sekundenkleber draufgepackt. Hält bombenfest. Und was fehlt uns jetzt noch? Ein Schweißband, oder? Ein richtiges Hippie-Retro-Schweißband. Okay, zuerst den Rand kleben. Gut. Weiter den Rand kleben. Ja. Okay. So. Oh ja, und Tätowierungen fehlen uns auch noch. Genau, stimmt. Für unsere fancy hippen Tätowierungen habe ich zuerst mit einem Bleistift vorgemalt und dann mit einem schwarzen Lackstift nachgemalt. Oh. Opi sieht fit aus. Hm? Sternchen dazu. Jeder hat Sterne. Barcode oder Sterne. Oder. Was gibt es noch? Herzen. Okay, letzter Stern. So, wir sind fertig. Jetzt fehlt uns nur noch das Schweißband. Ja, durchaus langweilig. Ich habe einfach ein Webbändchen genommen, es abgeschnitten, abgebrannt auf den Seiten, damit es nicht ausfranst, mit Sekundenkleber befestigt an Opa. Und so sieht das Ganze nun aus. Unser Trapezkünstler in Pension. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Video. Und ja, wann das nächste Video kommt, kann ich euch nicht sagen. Ich hoffe bald, ich gebe mir Mühe. Ansonsten würde ich euch empfehlen, mich zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch nichts. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Tschüss.